So, dann machen wir jetzt dieses, in 6 Minuten müssen wir die Weltgeschichte schaffen. Also wie wollen die Professoren wollen neues Geld erzeugen und dieses neue Geld dann rüberpumpen ins Klima, ja, zum Beispiel. Und wie erzeugt man denn neues Geld? Da haben die jetzt bahnbrechende Reformen entwickelt. Eine von 20 ist zum Beispiel die Gesundheitsreform. Da wäre jetzt mein Hausarzt und der würde mir in Zukunft kostenlose Gesundheitskurse, spaßmachende, entertainmentmäßige Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitsgemeinde entsteht, ein Gesundheitssportverein. Ja, und die Leute treffen sich, man lernt neue Leute kennen, man feiert zusammen und so weiter und lernt alles über gesunde Ernährung, gesunden Sport, gesundes Leben und so weiter. Und wenn ich dann seltener krank werde oder idealerweise gar nicht krank werde, dann kriegt mein Arzt für jeden Monat, den ich gesund bin und für jedes Jahr, dass ich gesund bin, immer regelmäßig Geld. Und er wird entlastet von jedem Papierkram, er braucht nichts mehr auszufüllen, er kriegt 50% seiner Arbeitszeit, die bisher mit Papierkram beschlagt war, die kriegt er völlig frei, um diese Kurse machen zu können, ja. Und dann entwickelt sich sozusagen so eine Art Gesundheitsbewegung in Deutschland, ausgehend von den Hausärzten, rund um die Kinderärzte und so weiter, überall Gesundheit. Wir haben deutlich weniger Kosten im Gesundheitswesen. Wir sparen jedes Jahr 70 Milliarden allein im Gesundheitssystem ein und davon geben wir 95% rüber ins Klima. Und damit können wir die Umwelt reparieren und so weiter und können Kohlestopp 2026 schaffen statt 38. Was hältst du von dieser völlig neuen Grundidee? Die ist sehr modern, das ist klar. Aber es ist gut, wenn man nicht krank ist. Aber was passiert, wenn man krank ist? Dann hilft einem der Arzt so gut wie möglich. Also es ist so, dass der Arzt, es wurden Sicherheitsmechanismen entwickelt, dass der Arzt keine Tendenz hat, diese Leute dann loswerden zu wollen, weil sie krank sind. Das darf nicht sein. Es muss so sein. Es wurde sogar ein Sicherheitsmechanismus entwickelt, der dazu führen würde, dass die Ärzte sagen würden, liebe Kranke aus ganz Deutschland, kommt zu mir. Weil man kann nämlich dann in Zukunft mehr Profit machen mit Kranken. Weil wenn es einem gelingt, stell dir vor, ein Kranker hat solch eine Kurve. Ich gehe jetzt mal hier in die Kamera. Hat solch eine Kurve. Also das heißt, wenn er kränker wird, wenn er älter wird, wird er immer kränker und immer teurer für die Krankenversicherung. Und wenn ich jetzt als Arzt es schaffe, dass der tatsächliche Kostenverlauf etwas unter dieser Kurve ist, also da oben ist die Erwartungskurve und dann ist die Kurve darunter, dann kriege ich aus dieser Differenz Honorarberechnung, dann kann ich am meisten verdienen, wenn ich diesen Leuten helfe, trotz ihrer Krankheit etwas gesünder zu leben. Und dadurch hat sogar der Arzt sogar ein Interesse, möglichst viele Kranke bei sich zu haben, weil er an denen mehr Geld verdienen kann. Okay, ja, das hört sich gut an, aber ja, das ist gut. Also an diese Probleme hat man alles gedacht. Da gibt es noch andere Lösungen dafür. Man kann sich dann aussuchen, die Gesellschaft kann sich aussuchen. Und so, und jetzt haben wir noch 2 Minuten. Das würde jetzt bedeuten, dass mit 20 solcher Reformen erzeugen wir Geld, eine gesündere, glücklichere Gesellschaft. Und dann haben wir viele Gelder, die wir dann eingespart haben, kann Frau Merkel dann übernehmen und sagen, okay, jetzt legen wir die Kohlekraftwerke in Deutschland still. 2026, wir entschädigen alle Firmen, wir kümmern uns rührend um die Mitarbeiter, dass die einen neuen Job kriegen. So, abschließend dein Resümee dazu. Ist das ein guter Plan, der Klima-Wirtschaftswunderplan für Deutschland? Ja, es hört sich, also es ist richtig gut, aber hört sich ein bisschen idealistisch an. Also ich weiß nicht, wie Sie das durchsetzbar machen können. Ja, das Problem ist, dass jetzt die Bahn in einer Minute kommt. Und wenn wir jetzt noch Zeit hätten, könnte ich dir erklären, mit welchen Details. Also das ist pragmatisch ganz einfach möglich. Und entscheidend ist, stell dir vor, jetzt stünde hier Greta Thunberg und würde sagen, stell dir mal vor, wie viele Kamerateams jetzt um uns rum wären. Greta Thunberg würde sagen, lasst uns diskutieren über diesen Klima-Wirtschaftsblunderplan und lasst uns Druck auf Frau Merkel ausüben, das zu tun. Ja, da bin ich auch dafür, dass sie Druck und dass man auch mehr darüber redet. Also diese Gemeinde, dass man halt ganz viel darüber redet und Gesundheit, das finde ich richtig gut. Alles klar. Ja.